Wir haben uns also mit diesen vier Vierecken beschäftigt und haben versucht herauszufinden, was es ist. Alle zusammen sind ein sogenanntes Drachenviereck. Ja, wie konnte man das jetzt erkennen? Ein Drache ist etwas, das man in Luft steigen lässt. Und zwei davon erkennt man, wenn man sie hier jetzt ein bisschen dreht. Das sind nämlich die beiden, die man hier links sieht. Und die anderen beiden sind auch Drachenvierecke, aber besondere. Und da werden wir später drauf kommen, was für besondere Drachenvierecke das sind. Die Eigenschaften, die haben wir gemeinsam rausgefunden, die werden wir jetzt nochmal in diesem Video zusammenfassen. Also, das hier war ein Drachenviereck und das hier war ein Drachenviereck. Man muss sich das eher so vorstellen, dass quasi das die Spitze ist und das, der untere Teil ist, das hier die Spitze und das der untere Teil, dann erkennt man es vielleicht leichter. Alles andere sind auch Drachenvierecke, aber eben besondere. Die Eigenschaften waren je zwei gleich lange Seiten. Diagonalen stehen aufeinander senkrecht. Zwei gleich lange Seiten heißt zum Beispiel, dass diese Seite und diese Seite gleich lang ist, genauso wie diese Seite gleich lang ist wie diese hier. Hier haben wir das genau gleiche, sieht man auch, die Seite ist gleich lang, die Seite und die Seite ist gleich lang. Hier in diesem speziellen Fall sind alle Seiten gleich lang und hier in diesem speziellen Fall sind auch alle Seiten gleich lang. Nur das sind eben auch Spezialfälle. In einem Drachenviereck reicht es eben aus, wenn jeweils zwei Seiten gleich lang sind. Besonders ist es, wenn es dann vier gleich lange Seiten hat. Die Diagonalen stehen aufeinander senkrecht. Ich habe euch das hier mal eingezeichnet, einfach die Diagonalen gezeichnet. Und dann erkennt man auch ganz gut, dass hier die Diagonalen eben orthogonal sind, also aufeinander senkrecht stehen. Eine weitere Eigenschaft, die Symmetrieachse halbiert die andere Diagonale. Das heißt, wir haben hier Symmetrieachsen. Die hier kann es nicht sein, denn, ich hoffe, ich sehe meine Maus, denn wenn ich das als Symmetrieachse gelten lassen würde, würde dieser Punkt hier rübergespiegelt werden. Das heißt, dann erst wäre es symmetrisch. Das heißt, diese Achse kann keine Symmetrieachse sein, sehr wohl aber das, was sich jetzt rot färbt, weil ich jetzt diesen Punkt auf diesen Punkt spiegeln kann. Deswegen gibt es natürlich auch zwei gleich lange Seiten, nämlich dieses und diese Seite. Denn sie müssen ja, die Seitentreue oder die Längentreue muss vorhanden sein. Diese Seite wird komplett gespiegelt auf diese Seite, wenn Symmetrie vorherrscht. Hier haben wir natürlich auch eine Symmetrieachse, in dem Fall ist es diese hier, die sich jetzt rot färbt. In diesem speziellen Viereck hier haben wir nicht nur das als Symmetrieachse, sondern wir haben auch eine zweite Symmetrieachse. Wenn man es genau nimmt, hat es sogar noch eine dritte, aber darauf kommen wir später. Und hier oben haben wir das Gleiche, auch zwei Symmetrieachsen. Aber um eben ein Drachenviereck zu haben, ist es ausreichend, eine Symmetrieachse zu haben. Das alles sind Drachenvierecke, das sind zwei spezielle und deswegen reicht es eigentlich aus, wenn man eine Symmetrieachse hat. Dann hat man zwei gleich große Winkel. Das sind natürlich die gegenüberliegenden. Die Winkeltreue bei der Achsenspiegelung, wenn man also hier das als Spiegelachse sieht, dann ist auch klar, dass der Winkel hier drüber gespiegelt wird. Der Winkel und der Winkel, die sind nicht gleich groß. Genauso wie der und der Winkel nicht gleich groß ist. Hier haben wir natürlich vier gleich große Winkel. Und hier sind zwei gegenüberliegende Winkel gleich groß. Das habe ich jetzt nicht mehr eingezeichnet. Für ein Drachenviereck, wie gesagt, reicht es aus, dass zwei gleich große Winkel da sind. Und die Symmetrieachse, die betrifft eben, wenn man die erkannt hat, weiß man, dass diese Winkel gleich groß sein müssen. Die Symmetrieachse ist aber gleichzeitig die Winkelhalbierung der beiden anderen Winkel, die man hier noch gegeben hat. In dem Fall Beta und Delta. Ihr wisst ja, die Anordnung ist eigentlich egal. Man muss immer gucken, wie halt die Aufgabe gegeben ist. So, das war's. Eine Kleinigkeit noch. Was sind jetzt diese zwei besonderen? Das eine war natürlich ein Quadrat, das andere war eine Raute. Man hätte bei der Raute vielleicht denken können, oh, das ist doch ein Parallelogramm. Ja, aber es ist ein besonderes Parallelogramm. Es hat nämlich auch die Eigenschaft eines Drachenvierecks. Und damit ist es eine Raute. Es sind nämlich alle vier Seiten gleich lang. Das erkennt man ganz gut, wenn die Symmetrieachsen aufeinander senkrecht stehen und es eben zwei gibt. Das waren also Spezialfälle. Was haben wir heute gelernt? Dass es Drachenvierecke gibt mit diesen vier Eigenschaften. Und wenn man da noch ein paar Eigenschaften mit hinzunimmt, dann ergibt sich ein Quadrat und eine Raute. Spezialfälle eines Drachenvierecks. Bis zur nächsten Stunde.